Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Destiny-Projekt, aber heute nicht alleine, denn der Akro-Zwieback ist mit dabei. Hi! So, und wir wollten mal direkt joinen. Und irgendwelche zwei Spackos sind hier drauf. Ich weiß aber nicht wer. Na, achso, meine Mob-Farm läuft ja. Ja, das ist ein Let's Play. Oh. Er ist definitiv rot. Marco joined the game. Okay. Left the game. Ich dachte immer, der sei schwarz-gelb. Hä, warum? Ne, der ist ja rot. Darf man eigentlich was in der Stadt von den anderen kaputt machen? Nein, du darfst höchstens nur die Leute töten. Ja, darf man auch in Häuser töten? Ja, du kannst die Leute töten, klar. Nee, wenn sie im Haus halt. Ja, warum nicht, ne? Okay. Wenn Krieg befindet, dann kannst du Türen öffnen. Ja klar, kein Problem, aber zerstören. Klar, es kann passieren, dass halt was kaputt geht, aber das soll dann halt wirklich dann nur nicht das meiste sein. So, dürfen sie auch Türen aufmachen? Nur wenn es notwendig ist. Also um mich zu killen, meine ich. Ja, ja, Türen können wir öffnen. Wenn wir halt Krieg haben, ist kein Problem. So, am besten Türe zu bauen, oder? Oh, ja. So, und ich hau jetzt mal alle Spawner weg, die ich hab. Deckt es eigentlich, wenn man mit dem Electric Staff herumfliegt? Ja, definitiv. Und wir sind ja nicht gerade ohne hier. Was ist eigentlich das denn jetzt? Ist das jetzt das mit der Todesanzeige? Haben wir jetzt auch, oder wie ist das? Ja, das habe ich auch neu bemerkt. Das ist jetzt so. Ich kann dich ja mal töten. Oh, mein Stuhl klemmt. Soll ich dich mal gleich töten? Nee, du tötest mich jetzt nicht. Dann weiß ich ja. Böse dann. Boah, Lizard, ne? Verpiss dich doch einfach mal. Lizard, Mann. Ach, komm. Ist doch nicht euer Ernst hier. Gerade voll die Panik, dass sie mich jetzt angreifen während der Aufnahme, wie gestern. Ach. Bist du sicher? Was da kommt, wird keiner kommen. Ist sowieso eine Ericsson, der muss erstmal sich einbeleben da bei denen. Ab dann, wenn ich eine Scale-Rüstung hätte, würde ich ja voll drauf gehen und alles. Ach, ganz gechillt, drauf gehen. Oh, es muss Tag werden. Ich kann nicht an die Spawner ran. Du hast vorher gesagt, ich darf von dir haben. Ja, ja, kannst du ja. Scale, Hose, Oberteil. Klack. Muss ich das reparieren noch? Oder? Nö, die ist, die müsste, warte, ich guck mal eben. Die müsste noch, komplett heile sein, oder? Also die eine Scale-Rüstung, die ich anhatte. Alter. Danke, Creeper, hast du schon wieder ein Loch bei mir reingesprengt. Fetzige Aktion. Ach, ja, hab ich gern gemacht. Geil. Muss ich erstmal gleich meine Sachen retten. Ja, Hauptsache hier tausende von Kisten kaputt sprengen. Oh, warte. Diamanten. Ich hau gerade planlos so die Kisten. Freeze-White Schwert, nice. So. Wie gesagt, ich werde mich jetzt mal beeilen, die ganzen Sachen hier einzunehmen. Aber dank dem Creeper muss ich erstmal alle Sachen wieder einsammeln. Alter Junge, wo kommt der Creeper jetzt schon wieder her? Kehlhelm. Reich Boots. Alter, da war noch ein Creeper. Da war noch ein Creeper, unglaublich. In welcher Truhe habe ich denn noch Platz hier? Hallo? Okay. Ah, da brauche ich gar keinen Druck. Truhen, irgendwelche noch frei hier? Gar keine, geil. Hier sind noch Cloudboots gewesen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, ich werde mich jetzt gleich beeilen und alles mitnehmen.
was ich mitnehmen kann. Dann will ich zu euch kommen. Jo. Ja, unser König wieder. Der King of King. Der King of Walk bin ich. Ja, das wissen ja die Zuschauer, glaub noch nicht. Oder hast du das schon erwähnt? Nee, nee. Das war eigentlich auch noch nicht der Plan. Oh. Aber ich nehme eben erst die Spawner mit. Das ganze Glas auf jeden Fall. Es dauert, wie gesagt, einen Moment, bis ich alles mitgenommen habe. Ja, ich hab Zeit. Oh ja, ich will hoffen, jeder hat Zeit von uns. Mein Gott. Lalalala. Bist du noch, du bist bei uns am Dorf jetzt, ne? Jo. Alles klar. Tun wir erstmal das Wichtigste mitnehmen. Alter, jetzt schon wieder 30 Level. Wobei ich ein bisschen an der Farm rumgeboxt habe. So. Weil da können wir bestimmt mit einem Opfer im Level farmen, uns alles komplett fertig verzaubern und dann können wir eigentlich groß und schnell arbeiten. Oh. Ich habe jetzt einen Electric Staff. Ja, den kannst du aber umsonst verzaubern, das weißt du, ne? Ja, weiß ich schon. Alle Stäbe. Ne, alle glaube ich nicht. Die du von Magiern und sowas bekommen kannst, kannst du glaube ich nicht also, umsonst verzaubern. Staff kannst du. Willst du mir sicher sagen, wo bei denen im Dorf wohnen, oder? Sind die roten jo, die Koordinaten sind 8534 das 8000 ja wie kommen die da zu uns her einfach laufen 8000 aber ich habe ja letztes Mal einfach gejoint und zwei Minuten danach standen die hier Björn ist auch schon weit gegangen das habe ich in seiner Aufnahme gesehen der ist schon weiter gegangen als die anderen 8000 ja 8534. Warst du dort schon mal? Hm? Warst du dort schon mal? Nein. Aber ich weiß, wie ich da am schnellsten hinkomme. Aber wir standen ja letztes Mal zu zweit bei uns im Dorf. Nö, warum? Hier standen die. Von wüsste ich aber nichts. Was bringt Essence Keeper? Essence Keeper. Gute Frage. Nächste Frage, wenn ich jetzt wüsste, wie das aussieht, dann kann ich es dir sagen. Ja, tipp's ach, einfach ein. Essence Keeper ist so eine komische Vase, ne? So ein... Jo. Kannst irgendwas mit speichern? Doch, der Bow ist vollkommen unnötig auf dem Server. Darfst du eh nicht benutzen. Ja, eben, darum ist er ja unten. Aber es gibt eine andere Möglichkeit als Enderbow, aber die ist, glaube ich, leckfreier. Nämlich dieses Windmedaillon. Das ist auch billig, da kannst du mit einem Schwung irgendwie 20 Pfeile auf einmal schießen. Aber die ist ziemlich kostenlos, diese Variante. Ach scheiße, ich habe den Timer vergessen zu setzen. 9 Minuten. Achso, okay. Alles gut, ich habe gesagt, ich habe nur. Ich habe den vorher aus Versehen auch. So. So. Mit den Diamanten. Und? Ist okay. Ich glaube, wir sterben auch nicht so schnell. Ach komm, Nashorn, geh mal noch eine Etage weiter runter. Ja, ich habe ein Spiel. So, hier ist nichts drin, die kommen erstmal mit hier. Das kommt alles mit. Das kommt mit. Na, jetzt geht das große Sortieren los. Was hab ich denn noch hier alles? Leder und
Federn braucht man immer. Du kannst ja auch große Big Packs, kannst du die auch craften, ne? Das ist logisch. Falls du dann irgendwie welche baust, immer. Ist craften relativ einfacher. Ich glaube, ein, zwei müsste ich mir noch machen. Ja. Mache ich, glaube ich, auch noch. Und dann werde ich auch in eure Richtung dann so langsam kommen. Seid ihr sowieso nicht weit entfernt von mir. Wo bist denn du? Keine Ahnung, ich habe keine Koordinaten offen. Das war ja immer der Grund, dass ich die nicht offen hatte. Ja, ich kann die Lokals offen lassen, würde ich sagen. Ja gut, wir sind jetzt natürlich dann in der Stadt drinne, dann weiß das sowieso mittlerweile jeder. Den. Wie geht der? Oh. Du, ich habe ein Ledger Bow. Nice. Hätte ich aber auch, glaube ich, ja mitbringen können. Ich weiß ja nicht, ob was besser ist, Crystal Bow oder Ledger. Ledger kann ja zwei, drei Pfeile immer verschießen, ne? Kommt auf welche Chance halt immer drauf an. So. Aber der kostet ja so viel zu reparieren. Ja, wenn du da drauf machst oder so, brauchst du nur Unbreaking und Infinity Flame nicht drauf machen. Da kannst du, dann bringt dir das nichts im Nether. So? Weil die ganzen Monster gegen Feuer alle resistent sind. Ja, im Nether. Aber das brauche ich dort ja nicht. So Scale-Rüstung, überall Protection, viermal drauf, Mann. Da gibt leider keine 5. Glaube ich zumindest. Das Unbreaking muss ich noch raufpacken, oder? Ja, ist immer gut, Unbreaking. Kannst du immer gut benutzen. So, das kann stehen bleiben, das. Warte mal, den nehme ich mit. Endstone. Endstone, Endstone, Endstone. Ach komm, scheiß drauf. Alles in einen Rucksack und dann irgendwann mal sortieren. YOLO. Ach so. Okay, ersten Rucksack voll. Zweiter, oh, der ist auch fast voll. Hier sind meine Lava-Eimer, ist klar. Jetzt nachher noch ein bisschen erkunden. Ja, mach das ruhig und ich weiß ja, wo ich hin muss. Also meine Scale-Rüstung, die ist ein bisschen angekratzt, aber die kriegst du ja nicht, kriegst du ja die andere. Ja, du hast wahrscheinlich auch schon Verzauberungen drauf. Nee, auf eine Scale-Rüstung mache ich selten Verzauberungen drauf. So, weil die so schnell down geht, oder was? Nee, das nicht. Die kosten nur vom Reparieren Schweine viel Material. Ja, dann entzauberst du es einfach wieder. Könnte ich. Könnt Machst du aber nicht. Könnt ihr auch sein lassen und gar nichts aufmachen. Der Brust und so, das ist komplett alles okay. Die Brust und die Hose ist komplett okay. Die haben nicht von Anfang an schon was verzaubert, oder? Was meinst du? Du die selber gemacht oder gedroppt? Nee, die habe ich aus irgendwelchen Dungeons. Ja, haben die noch was verzaubert oder so? Nein, sind nicht verzaubert. Finde ich gut. Die kannst du dir frei verzaubern, wie du möchtest. So Pfeile. Ach du Scheiße, meine Kisten, ne, das ist... Hexical Diamonds. Oh, join the game. Jetzt wird's interessant, nämlich der war bei uns im Dorf. Marco? Ja. Ist er da immer noch gewesen? Keine Ahnung. Ah, ich glaube nicht. Das wird sich schon irgendwann beruhigen. Ich weiß nichts, was... Wer hat denn so gestimmt? Wir müssten mal beenden, beziehungsweise disconnecten. Denn die Folge ist nämlich schon gleich zu Ende. Ah ja. Ja, dann...
kannst ja einfach kurz du cutten und dann wieder Begrüßung machen. Und ich lass dabei weiterlaufen. Du lässt weiterlaufen, okay. Ich mach nur kurz einen Cut. Ja, okay. Ich kann eben kurz